You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr schon seht Leute, wir sind in Star Wars Squadrons am Start. Und ja, wir gucken mal heute, wie es läuft. Wie versprochen, heute am Montag das Video. Und ja, mein erstes Match wohlgemerkt auch im Multiplayer. Das heißt, mal gucken, wie es halt aussieht dann. Ich würde mal sagen, wir starten rein bei der Neuen Republik. Suchen uns mal ein Spiel. Und ja, wie gesagt, gucken wir mal, wie es läuft. Ich bin mega hyped, ob es heute ja, läuft oder nicht. Und auch mal gespannt an sich auf Multiplayer. Wie gesagt, ich spiele das erste Mal. Und also das erste Mal nicht an sich das Game, aber an sich das erste Mal, wie gesagt, Multiplayer. Und ja, bin ich echt mal drauf gespannt, wie es ist an sich. Ich habe noch nicht mich spoilern lassen in Sachen Gameplay und Pipapo. Das heißt, ich bin quasi komplett Noob, komplett der Neuling in der Sache. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das aufgebaut ist. Ich kenne es ja von Battlefront und von Battlefield. Von da aus kann es ja so unterschiedlich jetzt nicht sein. Auch das, was man so in den Trailern mal gesehen hat, so kurzen Gameplay-Trailern. Das war halt ne, immer so das Gleiche an sich. Also ähnlich zumindest angelehnt. Und ja, bin ich mal gespannt, was jetzt so draus wird. Wie es so aussieht, wie es läuft. Und ja, hoffentlich verkackt die Aufnahme nicht oder die PlayStation. Denn momentan, komischerweise, trotz eine PS4 Pro ist und auch sie nicht alt ist, also wirklich nicht alt, Digga. Ich glaube, die ist gerade mal ein Jahr oder so alt, weil meine alte PlayStation verkackt hat schon. Ja, die momentan ist ein bisschen am Rumspinnen, aber ich hoffe mal, es funktioniert. Weil ich kenn's, ne, ich sag mal so, jeder kennt's wohl, ne, wenn's funktionieren soll, mal ordentlich, ne, so an sich funktioniert's immer und dann soll's mal richtig funktionieren, ne, und da funktioniert's natürlich dann nicht richtig. Ja, man kennt's halt, ne. So, mit welchem wollen wir jetzt spielen, Leute? Ich würde sagen, wir spielen mit... Am liebsten habe ich eigentlich mit dem hier gespielt, immer. So, bereit machen. Wir sind bereit. Gut, gucken wir mal. Ui, wir sind der Einzige, der mit dem spielt. Nee, doch sind wir nicht. Haben doch ein paar mehr. Ja, moin. So schnell. Wie gesagt, erstes Mal. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Aber an sich muss ich auch sagen, das Game, so, ich habe jetzt wirklich nur so mich eingezockt ein bisschen, mal ein bisschen so Kampagne gespielt. Also, es ist wirklich nicht schlecht. An sich macht es eigentlich schon Bock und es ist auch recht interessant, mal eine andere Spielfunktion, also andere Steuerungsfunktion mal auszuprobieren. Ich kenne es ja wirklich, wie gesagt, schon enorm von Battlefield und von Battlefront. Von da aus ist das ja jetzt mal komplett was Neues, was anderes. So mal herausfinden, ne, was so läuft und was so geht. Und ja. Namensschilder ausblenden. Wir wollen es direkt so in der richtigen, als wäre es im Film. Richtige Szene. So, muss ich mich erstmal einspielen. Ist außerdem heute meine erste Runde. Habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist. Ja. Gut. Okay, da unten sind sie. Oh, war ein bisschen knapp. Nein, falsche Richtung. Digga, ich verwechsel momentan irgendwie immer oben und unten hier. Gucken, Spotting, T-Jäger. Ja, schon ausgeschaltet. Da ist noch einer, aber der ist unten drunter. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. So, erstmal hier reinballern. Jawohl, die haben gesessen. Ah, da ist er. Mist. Digga, ich bin das so gewohnt von Battlefield, ne, dass du immer voll auf den Motor drauf drückst und nicht abbremst. Weil wenn du abbremst bei Battlefield, bei den Fliegern, wenn du jetzt mit der Spitfire abbremst oder so, da hast du das Problem, der Motor kommt nicht mehr hoch. Der kommt einfach nicht mehr hoch. Hier ist dann natürlich komplett andere Steuerung, ne? Digga! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, tot.
Digga, was soll ich sagen, Alter, ne? Du kommst nicht vor. Klar, Alter, weil die fucking Steuerung da ist, Alter. Was soll ich sagen, ey? Es nervt einfach, Digga. Warum liegt überhaupt was auf L2, Digga? Ich frag's mich gerade, ne? Digga, früher liegt da immer Zielen, Alter. Jetzt liegt da irgendeine andere Kacke. Gibt's doch nicht. Was liegt denn jetzt eigentlich hier, Alter? Was ist das? Das ist Befehlsrad oder was? Ja, das ist nur ein Torkrad, Digga. Das ist... Ja, jetzt Ziel erfassen will er nicht aus. Na komm, den Gemmert. Nein. Lenk auf die Geschütze. Wo ist er? Da unten drin. Okay. Oh, ist das nervig. Drehst dich hier nur im Kreis gefühlt. Lol, was ist denn Ärger gemacht? Achso, er ist hier runtergeflogen. Okay. Oh. Lag. Lag. Was? Hä, Digga, was? Hä? Ich hab nichts gemacht, Leute, Real Talk. Ich hab einfach nichts gemacht. Hä? Digga, ich hab nichts gemacht. Digga, was ist jetzt los, Alter? Hä? Digga, das ist mir noch nie passiert in irgendeinem Game, Alter. Das Game flippt aus, Alter. Hä, Digga? Was ist jetzt los, Alter? Was will ich ändern an der Steuerung, Digga? Ich hab doch nichts eingestellt. Hä? Digga, Hilfe. Junge. What the fuck, Alter? Er hat auf einmal Vollgas gegeben, nur zu Telefon. Er hat einfach auf einmal Vollgas gegeben, Digga. Ich hab nichts gemacht. Er hat einfach Vollgas gegeben. Das ist keine Ziel verfügbar, Digga. Ey. Ich komme gerade nicht drauf klar, was hier wieder fehlt in dem System. Junge. Hinter mir. Immer noch hinter mir, Digga. Ein Abfangjäger. Oh, er hat schon einen Skin, richtig. Läuft. Okay, der Assistent, nein, mal hin. Okay, ich müsste jetzt Schilde. Das sind Schilde jetzt aktiviert. Die Energie auf die Schilde. Jetzt müsste rein theoretisch so funktionieren. Digga, ich komme halt absolut nicht mehr Steuerung klar gerade. Wow. Oh Mann, nervt das. Dass die Steuerung schon wieder vertauscht ist von den nach oben und unten. Ja, er schaltet mich innerhalb 2 Millisekunden aus, Digga. Fair Gameplay ist auf jeden Fall nie am Start. Kann ich jetzt schon sagen. Digga, was ist los, Alter? Digga, nee. Nee, Digga. Man sieht sogar im Gameplay, er hat nicht einmal auf mich gezielt, aber naja. Aua. Aua, 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 Digga. Aua. Digga, wenn das Gameplay schlechter als in Battlefront 2 ist, Alter, das ist dann kritisch, ne? Digga, er hat einfach, jetzt Real Talk als Beispiel, wenn er jetzt das, also wenn ich das Ziel da gewesen wäre, ne, er hat so daneben gezielt, Alter. So jetzt bildlich gesprochen, ne? Er hat sowas von nicht auf mich gezielt, aber ja, gut. Das System hier ist ja wirklich mal was anderes. Aber dennoch, Digga, ist das System komplett anders als in Battlefront 2. Digga. Das nicht im guten Sinne. Ja, immerhin, meinte ich, kill mal. Oh, 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 Mann. M-
manchmal gefühlt lenkt er zu langsam. Naja. Ah, komm schon. Verdammte Drehen, ey. Das nervt aber richtig hart. Ja, komm, Digga. Alles klar. Er fliegt nach unten und tritt ein Looping erstmal. Seinem Leben. Hä, die sollen ihn jetzt getroffen haben, oder was? Hä? Komm, wo bist du? Digga. Reparieren. Jetzt auf Speed gehen. Ach, Digga, der dreht sich ja hier wie im Kreis. Nein. Oh, verdammt. Da ist er. Hä? Läuft. Ich habe eine Sekunde später wahrscheinlich zu spät gedrückt. Digga, der Typ nervt einfach nur noch hardcore. Er hat einfach nur dauerhaft Speed oder was? Und jetzt rein theoretisch kopfüber, ne? Ja, wir sind kopfüber. Rabatur ist da, Raketen haben wir ja auch noch genug. Ah, hier. So, jawohl, noch ein Kill. Na, langsam geht's doch. Oh, ist das anstrengend, Alter. Erstmal darauf klarzukommen, Alter, wie die ganze Steuerung ist, ne? Junge, muss man sich erstmal einprägen. Da merkt man erstmal, wie dankbar man sein kann, Alter, wenn man eingespielt ist in so Sachen wie Battlefield oder Battlefront, ne? Digga, das merkt man dann erstmal richtig hart. So, Nachschub, wie ich mir dachte. Oh mein Gott. Oh, es war knapp. Digga, wie konnte ich ihn die auf die Entfernung verfehlen? Na komm! Ja, diesmal machen wir mit Lasern, jawohl. Jawohl. So, hier langsam rein. Gucken, hier können wir raus. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh, den Schacht kennen wir doch aus Battlefront 2, Leute. Den kennen wir doch. Setzen wir. Müsste schon eigentlich auf Speed, ja? Ist das auf Speed? Oh, das meine ich, Alter. Die Steuerung ist so nervig, wenn die umgekehrt ist. Weil ich bin es einfach gewöhnt. Oh, dass das alles andersrum ist. Dass es wirklich spiegelverkehrt ist, so quasi von den Achsen her, dass quasi, wenn nach links lenkst, also den linken Stick nach links drückst, dass es halt nach rechts geht, ne? So quasi ein bisschen. Aber ich habe auch, wie gesagt, enorm die Steuerung von Battlefield drin halt. Im Kopf gerade, also, nein. Gucken, unter uns sind, über uns sind eigentlich die ganzen Jäger. So, drehen wir uns mal richtig rum. Oh, knapp. Da ist einer. Da sind noch zwei. Aber es ist ja dennoch hier, ne, wieder ein also so ein Schusshilfesystem drin, ne. Klar haben das die Jäger natürlich auch gehabt, wahrscheinlich so an sich durch die Druiden, ne. So ein Zielhilfesystem, aber. Es ist ja dennoch ziemlich krass, Alter, wie viel die mitzählt. Auf die Schilde, auf die Schilde, auf die Schilde. Jawohl, gut. Jetzt draufgelegt. Er ist fast tot.
Ah, die Schilde kriegen ganz schön was ab. Na, jetzt haben sie sich regeneriert, gut. Fuck. Muss hier weg. Digga, im Battlefield kann man besser ausweichen. Mann! Nein! Ich bin sowas von tot, Digga. Nicht zu fassen, Alter. Ja, es ist nicht zu fassen, dass ich überlebt habe, ey. Hilfe! Oh, mein Gott. So, ich bin jetzt erstmal auf Speed wieder gegangen. Triebwerke, ja. Wo? Hinter mir. Hinter mir, Digga. Wie soll der? Ach, Digga. Junge, leck doch noch mehr hinter mir, Junge. Da ist einer. Abfangjäger. Jawohl, haben wir. Sieht nicht schlecht aus für uns, denke ich mal, oder? Kann auch sein, dass es andersrum ist. Digga! Ich wechsle das jedes Mal mit Zielen, Mann. Zwei Minuten. Gut, gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ah, jetzt ist natürlich das altbekannte Problem, Digga. Jetzt fingen wir uns im Kreis. Digga. Ja moin, Alter, jetzt ist noch ein Tierjäger da. Ein Abfangjäger und ein Tierjäger, Digga. So, reparieren wir uns nochmal. Oh mein Gott, da war er gerade. Ja. Wie gesagt, Alter, ich verstehe es halt nicht. Die Steuerung, die ist... Die braucht zu lange. Ja, haben wir doch gewonnen. Gute Teammates da geerbt. Ah, war knapper Sieg, aber. Knapper Sieg. Aber wie gesagt, ich hätte eher gedacht. Oh Mist, ich glaube, ich habe... Ah ja, ich habe die Einstellung versammelt, Digga. Ich habe noch auf Xbox gestellt. Nee, ich habe gerade nur auf GameCap... Also zur Erklärung, ich habe gerade auf GameCap geguckt. Weil ich hatte nämlich meine Xbox noch dran gehabt. Für Bild nämlich. Und da hatte ich die umgestellt, das Bild gehabt. Naja, eigentlich sollte es jetzt nicht so viel beeinflussen. Von der Aufnahme her. Ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, war eine geile erste Runde. Ich meine, nicht verloren. Nicht so, wie ich es gewohnt bin. Aber wie gesagt, das System, Digga, ist so cringe gefühlt, ne? Ja, wirklich beenden. Wie gesagt, also das System an sich ist so gefühlt der richtiger Cringe. Also, naja, so wenn man zumindest von Battlefront und Battlefield kommt, Digga, es ist eine komplett andere Gamephysik. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wo ich eben noch anmerken wollte, das meinte ich halt mit diesem Rumlenken. Digga, du willst um die Kurve lenken, aber da gefühlt, Digga, das geht so schwer und so langsam. Das ist, boah, ey, da fragst du dich so, ja, Digga, lohnt sich das jetzt überhaupt noch mit diesem Speedrun da gehen und, weißt du, mit diesen ganzen Schüben, ja. Das ist halt eine gute Frage, ne? Ob man es doch nicht selber so lassen hätte sollen, wie in Battlefield oder Battlefront, wo du halt wirklich da mit dem Schub halt immer entweder voll rauf gehst oder nur Hälfte runter gehst. Weil so wie das hier ist, Digga, dass das dann so gefühlt 5 Sekunden dauert, Digga, bis du den Jäger rumgezogen hast, ne? Ey, das ist dann halt schon zu krass gefühlt, ne? Aber naja, an sich würde ich sagen, schon ein cooles Game, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit Star Wars Squadrons. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr mal was Neues austesten wollt. Ja, wie gesagt, ich würde es euch auch empfehlen zu holen, wenn es mal runtergesetzt ist oder so. Ja, also, wen es interessiert, mal so eine andere Gameplay-Physik zu haben, kann ich es wirklich weiterempfehlen. Von der Story her würde ich sagen, auch ein gutes Game. Grafik kann man echt sich nicht beschweren. Sollte man jetzt auch nicht sagen, dass man sich da beschweren könnte. Ja, auf jeden Fall finde ich... Gutes Game an sich, macht was her. Sollte auch was hermachen, wenn man die Lage von EA bedenkt, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video, im nächsten Livestream. Eigentlich im nächsten Livestream, denn am Donnerstag kommt ein neuer Livestream. Mal gucken, was ich da auf jeden Fall raushaue. Außerdem habe ich noch geplant, noch ein Rocket League Gameplay aufzunehmen und rauszuhauen. Weil heute die Runden waren echt nicht schlecht. Also heute ist Sonntag bei mir. Eine Vorabaufnahme halt, ne? Deswegen, Leute... Bin ich mal gespannt, ob das noch zischt, das Gameplay von Rocket League heute, oder nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Livestream, im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Star Wars Squadrons. Und, ja, auch Battlefront und Battlefield natürlich, wenn ihr es behabt, die neuen beiden. Und, ja, haut rein. Viel Spaß. Ciao. Ja.